So, hallo Freunde und willkommen zurück. Da sind wir wieder und hoffen mal auf das Beste. Ich habe jetzt noch einmal den Rechner neu gestartet. Mal gucken, ob es was bringt. Da ist schon wieder ein Bossgegner. Au. Hey, was zum? Glaube, wir müssen erst den Dicken hier ausschalten. Ja, ganz optimal ist es noch nicht. Ich hoffe, es reicht, aber. Au. Hier wollen wir noch Feuerunterstützung geben, oder? Siehst du sie? Was auch immer für Nuklearbomben das sind. Scheint es gewesen zu sein. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Okay, so ein paar Fusionszellen haben wir wieder hier. War hier noch mehr? Wir haben auf jeden Fall radioaktive Strahlung. Bringen wir es hinter uns, General. Ja. Das nenne ich mal fehlgeleitete Wissenschaft. Wir müssen hier raus, und zwar schnell, bevor sie kapieren, was los ist. Sturges, hörst du mich? Wir sind hier unten. Hol uns zurück in den Transmitterraum. Okay. Achso, ich darf auch mit. Okay. Hätten wir jederzeit von überall hinweg zurückgekonnt? Gut, wir haben jetzt die Explosionsladung angebracht. Sagt, er wäre der Sohn des Generals. Achtung, Achtung. Evakuierung. Mit Sean sprechen, sprich mit Sturges. Ist es doch so, dass der alte Mann gar nicht unser Sohn war? Bitte begeben Sie mich. Warum hast du mich Papa genannt? Was? Du bist mein Vater. Warum sollte ich dich sonst so nennen? Wer hat dir erzählt, dass ich dein Vater wäre? Wie meinst du das? Das hat mir niemand erzählt. Das bist du ganz einfach. Da hast du natürlich recht. Ich bin dein Vater. Gut. Ein Augenblick dachte ich, du hättest vergessen, wer ich bin. Und jetzt Beeilung, raus hier. Okay. Ist das jetzt... Ich weiß es nicht. Ich tue einfach mal erstmal so, als wenn er mein Sohn wäre. Gut. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Was? Glaubst du mir etwa nicht? Doch, doch, auf jeden Fall. Ich meine, danke. Und jetzt verschwinden wir von hier. Ich wusste, du würdest es schaffen. Okay, dann haben wir das erledigt. Okay, Sturges, dann mal los. Du hast nichts vergessen, oder? Bereit, von hier zu verschwinden? Okay. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Das Ding wird mich nicht vaporisieren, oder? Ach, komm schon. Habe ich dich je enttäuscht? Ich gebe dir mein Wort drauf, dass alles funktionieren wird. Also verschwinden wir jetzt oder stehen wir hier noch ein bisschen rum und reden? Auf jeden Fall. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Alles klar.
Ich werde dich zur Stelle für die Zündung teleportieren. Dann lasse ich den Jungen in die Burg schicken. Wir kümmern uns um ihn und seine Garderobe. Und drück den Knopf richtig fest herein, wenn du soweit bist. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Los, dann geht's. Ich nicht, ob muss ich ihn drücken. Oh. Geht schon von selbst. Sturges meint, das wäre eine sichere Entfernung außerhalb des Wirkungsbereichs der Ladung. Wenn du bereit bist, die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft in Schutt und Asche zu legen, drück einfach auf den Knopf. Liebe Freunde, das wird jetzt ein historischer Moment werden. Ich drücke noch einmal die F5-Taste. Und dann... Adios, Institut. Ja. Adios, Institut. Okay. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden, der Zeit eins auszuwischen, uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Krieg bleibt immer gleich und... Das war echt mal eine richtig fette Explosion. Das Institut ist Geschichte. Das Institut ist vernichtet. Es ist endlich vorbei. Du hast den Evakuierungsbefehl gegeben, oder? In dem ganzen Chaos habe ich das nicht mitbekommen. Ja, wir haben allen die Chance gegeben, zu verschwinden. Gut. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Es war nur, als ich die Explosion gesehen habe... Ich hoffe nur, dass möglichst viele Leute es noch draußen geschafft haben. Ich finde es schrecklich, dass wir das tun mussten. Aber sie haben uns keine andere Wahl gelassen. Wir waren im Krieg. Aber jetzt ist der Krieg gegen das Institut vorbei. Nun ist der Weg endlich frei für das Commonwealth, wieder eine Gemeinschaft zu werden und zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Auch wenn es sicher nicht nur eitel Sonnenschein werden wird. War das Institut nicht die größte Bedrohung? Doch, natürlich. Ich will auch nicht kleinreden, was wir hier heute erreicht haben. Das Institut war die hinterhältigste Bedrohung, mit der wir es je zu tun hatten. Sie haben das Commonwealth jahrhundertelang gespalten. Aber
aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Probleme zu lösen. Ich glaube, die Minutemen werden auf absehbare Zeit nicht arbeitslos werden, auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Wir haben es verdient, diesen Sieg zu genießen, aber schon bald wird die Zeit kommen, zurück an die Arbeit zu gehen. Ja, wir haben die atomare Explosion abgeschlossen. Spionagehandwerk fehlgeschlagen. Okay. Ja, gut. Das haben wir erledigt. So, jetzt würde ich sagen, können wir uns mal gerade kurz nach Sanctuary porten. Unsere Rüstung mal eben kurz reparieren. Und dann werden wir auch wahrscheinlich jetzt alsbald ans Ende kommen. Hilft bei der Verteidigung von Tempins Bluff? Ja, ganz bestimmt nicht. So. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Natürlich. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. So. Das ist alles wieder Taco. Wir bringen Virgil natürlich noch eben das Serum. So, und ansonsten, wenn ich mir jetzt mal die da Aufgaben angucke. Klar, wir haben natürlich noch die optionalen Sachen, gehe der Funknachricht nach, Hangman's Alley, Siedler Somerville Place und so weiter. Aber wir können natürlich noch einmal zum guten Virgil reisen. Und ihm sein Serum bringen. So. Ich schütze und bitte. Entschuldigung. Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Hast du das erwartet? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlicher war es, dass er in die Luft fliegt. Aber das ist er nicht. Du hast es geschafft. Wo ist das Serum? Ja, hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich. In Ordnung. Mal sehen. Mal sehen. Ich glaube, wir haben eine neue Grenze. Das Retrovirus ist gut gereift. Der dichte Gradient ist hoch. Rekombinante Gegenintronsequenzen sehen stabil aus. Transkriptive Exonstränge haben sich gebildet. Wie willst du es testen? An mir natürlich. Das war der Plan. Dieses Serum wird nur den FEV-Stamm neutralisieren, mit dem ich mich infiziert habe. Unmöglich zu sagen, was mit einer anderen Person geschieht. Okay. Los geht's. Und jetzt warten wir. Wie lange wird es dauern? Ich weiß nicht. So etwas wurde noch niemals versucht. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder, vielleicht in einer Woche. Dann werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Danke. Gut. Was auch geschieht. Danke. Naja, gut, okay. Mir war es wichtig, dass wir ihm nochmal das Serum vorbeibringen. Man könnte natürlich jetzt noch irgendwie eine Woche vertrödeln, aber ach gut, okay. Das sind halt eben so diese ganzen Nebenaufgaben, die da halt noch im Raum stehen.
So, es geht wieder zurück in die Burg. Ich nehme mal an, ins Institut werden wir jetzt nicht mehr können. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Geschlossen, hilft bei der Verteidigung von Tempins Bluff. Okay. So, hatten wir hier nicht auch nochmal so eine Power-Rüstungsstation? Moment. Muss mal eben kurz was schauen. Herstellung. Power-Rüstungsstation. Ach so, können wir nicht machen, weil wir Rüstmeister nicht geskillt haben. Aber wir haben ja 2 Level-Ups. Insofern können wir dann einmal sagen, hier Rüstmeister. Ach komm, machen wir direkt 2. Dann sollte das ja jetzt kein Problem mehr sein. Werkbank. Ich verstehe noch nicht, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen sind. Wahrscheinlich einfach nur der Optik wegen. Nein! So. Dann können wir nämlich unsere Power-Rüstung auch hier abstellen. Gut, ja, liebe Freunde, was gibt es noch hinzuzufügen? Also, ich würde dann sagen, wir haben im Endeffekt die Hauptaufgabe erledigt. Was wir jetzt noch haben, sind eben dann diese sonstigen Geschichten. Also, ein wirkliches Ende gibt es in dem Sinne ja nicht. Wir haben die Abschlusssequenz ja eigentlich gesehen. Und dann würde ich sagen, werden wir Fallout 4 auch an dieser Stelle beenden. Ich weiß nicht, bei wie vielen Folgen wir jetzt insgesamt rauskommen werden. Ich vermute mal, wir sind jetzt so vielleicht bei knapp 140 Folgen. Ist schon ein bisschen umfangreicher. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich möchte mich natürlich nochmal an dieser Stelle auch bei euch entschuldigen dafür, dass wir halt diese ganzen Nebenaufgaben nie gemacht haben oder zum Ende hin halt nicht mehr gemacht haben, die Sterne Bruderschaft, die wir nicht besucht haben, die Railroad, die wir nicht weiter verfolgt haben. Wir haben nie wirklich Diamond City erkundet, all solche Sachen halt, die da mit reinspielen. Ich hoffe, es ist für euch vertretbar, aber ansonsten würden wir hier wirklich bei 300 Folgen aufwärts wahrscheinlich hinterher landen und ja. Ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt haben und das ist eigentlich der Nachteil an der ganzen Sache, denn wenn ich da keinen Spaß dran habe, werdet ihr es letztendlich auch merken und für euch natürlich dann auch dann nicht unbedingt sehenswert sein. Dennoch, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr zufrieden seid, dass ihr auch mit dem Ende zufrieden seid. Ich weiß nicht, wie ihr es gelöst hättet, ja, irgendwie mit dem kleinen Jungen, ob das jetzt wirklich unser Sohn ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen konfus alles. Aber letztendlich haben wir die Leute evakuieren können. Ich hoffe, sie sind geflohen. Also im Endeffekt mehr oder weniger das gute Ende. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und was nach Fallout 4 folgen wird, das weiß ich genauso wenig wie auf die Tatsache, was nach The Forest folgen wird, was ja jetzt auch demnächst auslaufen wird. Es kommt natürlich wieder alles auf einmal, wie das dann immer so ist. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen von Fallout 4. Mein Name ist Kitma und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play dann hoffentlich wieder. Macht es gut. Adios, amigos.